Hallo, willkommen. Heute bin ich hier in Seefeld in Brandenburg, hinter Blumenberg, Gut Blumenberg, zwischen Werneuchen. Ich bin hier in einer schönen alten Ruine, wie ihr sehen könnt. So sieht es aus, wenn der Mensch sein Eigentum verlässt aus Tod, Enteignung, Flucht, was weiß ich welche Gründe. Wenn die Regierung oder diejenigen, die das Grundstück danach verwalten sollten, nichts dafür machen. Und ich habe ein paar Bilder gemacht, ich habe zwei kleine Videos gemacht von den Ruinen. So sieht es aus, wenn viele Jahrzehnte nicht gemacht wird, wie sich die Natur ihr Erbe quasi zurückholt und auch so ein Metallschrott wieder irgendwann zur Natur macht. Übrigens, dieser Müll ist Plastik. Plastik, das wahrscheinlich schon 30 oder 40 Jahre alt ist und immer noch am Verrotten ist, wahrscheinlich noch die nächsten 1000 Jahre. Deswegen bin ich so dagegen, dass man die ganze Erde quasi mit Plastik zumüllt, denn irgendwann kriegen wir ein Dankeschön zurück. Ich würde sagen, das nennt sich Lockdown der Natur.